Der Lokschuppen der Pandora ist geöffnet. Kobi hat es getan. Willkommen bei den Kobi Trains. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, es ist soweit. Ich kann euch die erste Lokomotive vorstellen, die man bei Kobi kaufen kann, nämlich die 6283. Die Baureihe 52 bzw. in der polnischen Version können wir dieses Set nämlich auch bauen. Dann als Typ 2 der polnischen Staatsbahnen. Ich freue mich richtig, euch jetzt diese 1723 Steinchen hier präsentieren zu dürfen. Ich habe Bock auf das Bauen, ich habe Bock auf das Review. Freunde, kommt mit mir jetzt hier auf mein graues Gleisbett. Dann schauen wir uns den Inhalt dieses Kartons genauer an. Ja, Freunde, da ist sie, die erste Lokomotive aus der Kobi Train Serie, auch wenn hier Historical Collection steht, die 6283 1723 Kobi Steinchen und zwei Minifiguren, nämlich einmal einen polnischen und einen deutschen Lokomotivführer. Das 2-in-1-Set, das Set, was hier im Original heißt, Steam Locomotive DRBR52, schräger Typ 2. Auf Deutsch übersetzt, wir haben hier eine Deutsche Reichsbahn Baureihe 52 oder eine Typ 2 der polnischen Eisenbahn, wie gesagt, als 2-in-1-Set. Wir bauen hier heute, das kann ich aber jetzt schon mal sagen, die Version der Deutschen Reichsbahn. Das Set kommt im Maßstab 1:35 daher. Ich drehe es kurz um, dann sehen wir nämlich hier auch unseren polnischen Lokomotivführer. Wir haben hier die Gleise, die polnischen, die von Kobi, da freue ich mich richtig drauf. Wir sehen, dass wir natürlich die Räder drehen können und es sieht so aus, als wenn wir hier auch die Pleuelstangen, dass die sich bewegen können, da freue ich mich auch drauf. Fakten bekommt ihr natürlich gleich. Man kann die Türen hier öffnen, auch wenn sie leider da ein gedrucktes Fenster haben, da ein richtiges. Das Set wird 41 cm lang und 14 cm hoch. Viel wichtiger ist aber, Freunde, wie immer, was verbirgt sich in dem Karton? Das schauen wir uns jetzt an. Ja, Freunde, da ist der ganze Kram aus der Tüte, wie aus dem Karton. Wir haben zwei Anleitungen. Wir haben hier eine Bautüte 3, eine Bautüte 4, eine Bautüte 5 mit der Nummer sogar drauf, eine Bautüte 2 und eine Bautüte 1. Aber worüber ich mich am meisten freue, das sind die Kobi-Gleise, die wir hier sogar draußen haben. Auf die kommt es ja in Zukunft an, meine lieben Freunde. Ich stecke sie schon mal zusammen. Richtig cool hier in diesen hellbraun mit diesen ja doppelten Schwellen und dünnen Schwellen. Also wie wohl im historischen Vorbild. Mir gefallen sie gut hier mit der Maserung. Aber da gehen wir später noch einmal drauf ein. Wie gesagt, wir haben hier 5 Bautüten. Auf der 5. ist auch sogar hier die 6283 benannt. Natürlich viel schwarz, viel rot, ist klar. Ich pack's mal hier an die Seite und lasse nur die 1 draußen, weil damit bauen wir ja gleich. Wir wollen uns aber hier einmal die Anleitung angucken. 2 an der Zahl, erkennen wir hier an den römischen Ziffern. Ab 10 Jahren, traurige Zwiebel, Captain Planet, an der man eine Blitze schießt und so weiter und so fort. Ganz wichtig, alles hier pad printed, heißt keine Aufkleber, Klammer gebunden. Und DIN A4. Was ich krass finde, ist, dass die 1 so dünn ist und die 2 so dick ist. Schauen wir es uns mal an. Wie folgt, verbauen sich halt hier dieses Set, also wird es gebaut. Wir haben hier Tüte 1 und 2 für die erste Anleitung und Anleitung 2 mit 3, 4 und 5. Das sind halt diese Tüten. Die reißen wir auf. Hier vorne wird es genannt. Und dann bauen wir frisch, fromm, fröhlich, frei nacheinander weg. Was in diesen abgerundeten Rechtecken ist, das sind die Steine, die wir für den Bauschritt brauchen. Was wir gebaut haben, ist im nächsten Schritt schon wieder ausgegraut, ausgebleicht. Und der nächste Step, den aktuellen, den wir bauen, der ist farblich. Also alles, was davor gebaut wurde, ist farbentsättigt. Wir haben eine Legende, mit was für eine Schrägung, welches Slopes wir brauchen. Und wir schauen mal, wir sind dann mit der Anleitung 1, mit dem Baustep 137 fertig und weiter geht's dann natürlich hier, wie ihr gerade gesehen, 3 bis 5 in der zweiten Anleitung und fertig sind wir dann mit dem Baustep, den ich gerade schon eigentlich gemacht habe, nämlich hier die Gleise bauen, 360 und so hier sieht dann unsere BR52 oder Typ 2 dann aus. Die letzten Seiten sind immer die Teilübersicht, da könnt ihr halt gucken, wenn Teile euch fehlen und könnt ihr gleich dann hier monieren. Und es gibt eine kleine Anleitung, wie wir die Figuren zusammen bauen. Und natürlich wie immer ein bisschen Werbung.
Ich blende immer ganz gerne an dieser Stelle oben das i ein. Da habt ihr nämlich meine Kobi Playlist. Ich habe nämlich fast jedes Set hier schon gebaut. Oder es ist im Zulauf. Freunde, ich möchte hier auf dem Kanal ja mal alles von Kobi vorstellen. Das ist das Stichwort. Ich will aber jetzt erstmal hier euch die 6283 vorstellen. Dafür muss ich sie bauen. Die Tüte 1 liegt bereit. Freunde, euch viel Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen. Speedbuild-Zeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über die bemerkenswerte Baureihe 52. Die Baureihe 52, auch bekannt als Kriegslokomotive, wurde von der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg in Auftrag gegeben. Sie war eine der am häufigsten gebauten Dampflokomotiven in der Geschichte der Eisenbahn und spielte eine entscheidende Rolle beim Transport von Truppen und Materialien im Krieg. Die BR 52 wurde erstmals im Jahr 1942 von der Firma Henschel und Sohn in Kassel hergestellt. Sie wurde mit einem 1 EH2 Tender versehen und hatte eine Leistung von 1500 PS. Die Lokomotive war aufgrund ihrer Robustheit und Zuverlässigkeit sehr beliebt und konnte eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h erreichen. Während des Krieges wurden insgesamt 6.658 Exemplare der BR 52 gebaut. Sie wurden auf allen Fronten eingesetzt, von der Ostfront bis nach Nordafrika. Sie zogen schwere Güterzüge mit militärischem Material und Truppen und waren auch im Personenverkehr im Einsatz. Nach dem Krieg wurden viele BR 52 Lokomotiven von den Alliierten beschlagnahmt und im Wiederaufbau Deutschlands eingesetzt. Auch in anderen europäischen Ländern wie zum Beispiel Polen verblieben einige Lokomotiven im Einsatz. Es spricht man hier von 1116 bis 1207 Lokomotiven, die die PKB, die polnische Staatsbahn, bekommen hat. Weitere 200 wurden zwischen 1962 und 1964 aus der Sowjetunion angekauft. Diese wurden als Typ 2 bezeichnet. Bis 1946 wurden in den Werken in Posen und Krasnow zu Kriegsende im Bau befindliche Lokomotiven fertiggestellt und aus vorhandenen Teilen weitere Maschinen gebaut. Diese wurden dann als Baureihe Typ 42 geführt, von denen letztlich 150 Exemplare noch fertiggestellt wurden. In Deutschland wurden die BR 52 Lokomotiven von der Deutschen Bundesbahn übernommen und modernisiert. Bis 1977 blieben sie im regulären Einsatz, bevor sie von modernen Diesel- und Elektrolokomotiven ersetzt wurden. Einige der BR 52 Lokomotiven wurden jedoch bis in die 1980er Jahre als Reservelokomotiven eingesetzt. Heute sind einige Exemplare der BR 52 erhalten geblieben und werden von Enthusiasten auf historischen Strecken betrieben. Sie sind ein wichtiges Erbe der Eisenbahngeschichte und ein Symbol für die technologischen Fortschritte, die während des Zweiten Weltkriegs erzielt wurden. Insgesamt hat die BR 52 als eine der wichtigsten und bekanntesten Dampflokomotiven der Geschichte einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ihre Leistung und Zuverlässigkeit haben dazu beigetragen, dass sie auch heute noch von Eisenbahnbegeisterten auf der ganzen Welt bewundert wird. Die hier gebaute BR 52, nämlich die BR 52 1809, wurde auch von Henschel und Sohn in Kassel gebaut, allerdings 1946. Deswegen passt auch die Fahne der BRD bei den Fakten. Die Seriennummer lautete 28264 und sie war von 1946 bis zum 18.10.1954 im Einsatz und sie wurde ausgemustert in Minden. Ja, Freunde, das waren ein paar Fakten zur BR 52. Sicherlich etwas zusammengeknappt hier von mir, denn eigentlich könnte man über so ein ikonisches Fahrzeug stundenlang reden. Und da wir ja nochmal eine BR 52 von Kobi bekommen, beziehungsweise ja generell jetzt die Kobi Trends so langsam auf den Markt eintrudeln, wer weiß, was ich da alles noch für Fakten euch bei weiteren Videos erzählen kann. Ich freue mich auf jeden Fall, euch jetzt dieses große rot-schwarze Ding reviewen zu dürfen. Unser Kobi-Set 6283, die Steam-Lokomotive
Deutsches Reichsbahn BR 52 bzw. von der polnischen Staatsbahn die Typ 2. Nach 4 Stunden und 30 Minuten steht sie da, unsere BR 52 bzw. Typ 2 von Kubi, die 6283. Ich habe ja hier die BR 52 gebaut. Und ich muss vorab ein bisschen meckern. Für mich, Freunde, ist es ja immer der Anspruch, euch neue Kubi-Sets so schnell es geht zu zeigen. Und hier hat mich Kubi ein bisschen veräppelt. In den Ankündigungen hieß es immer, ja, es kommt die BR 52 mit Tender, die Executive Edition. Und die erste, ja, Lokomotive, die zu kaufen gab, war die hier ohne Tender, die 2 in 1. Ich habe sie mir natürlich gekauft und was war? 3 Tage später bringt Kubi die BR 52 mit den Tender raus, die Executive. Die erscheint heute bei mir. Trotzdem ärgert mich das so, weil ich habe hier ein bisschen Geld zum Fenster rausgeworfen, weil ich glaube, diese Lokomotive hätte ich euch auch viel später zeigen können. Gut, es ist die erste. Ich möchte es euch zeigen. Es hat seine Daseinsberechtigung dann doch. Aber cooler wäre es gewesen, wenn ich euch gleich die große mit Tender hätte zeigen können. Das ist schade, Kubi. Was auch schade ist, dass diese Lokomotive 1946 gebaut wurde, 1958 ausgemustert, ich habe es euch gerade erzählt. Aber die Figur, die wir dabei haben hier, ist ein Reichsbahner aus dem Zweiten Weltkrieg. Erkennen wir nämlich hier an dem Ärmelband und an dem Adler oben auf der Mütze. Ich zeige es euch oben rechts nochmal, in rechts nochmal ganz groß, nur die Geschichte mit den Ärmeln könnt ihr nicht sehen, ich versuche es mal hinzukriegen. Da steht nämlich, das soll wahrscheinlich Posen, Polen, irgendwie sowas heißen. Und hier oben sehen wir auch natürlich diese, ja, das sind nicht die Schwingen der Reichsbahn, das sind die Schwingen des Deutschen Reiches. Und das finde ich blöde, wenn wir hier einen Zug haben, der von 1946 ist. Warum dann diese Figur? Das macht irgendwie keinen Sinn. Vor allen Dingen, weil wir auch auf dem Karton, auf der Faktenseite, haben wir ja auch die BRD-Fahne. Das gefällt mir nicht. Fangen wir aber trotzdem mit der Figur heute an. Ihr seht sie rechts in groß, habe ich euch gesagt. Die Figur ist cool bedruckt, da gibt es gar nichts zu meckern. Wie gesagt, hier das Ärmelabzeichen. Wir haben hier bunte Litzen, rot nämlich. Wir haben eigentlich alles, was so ein Reichsbahn-Eisenbahner hat. Goldene Knöpfe, nettes, freundliches Gesicht, der Hut auch, bis auf die Schirmmütze hier mit dem roten Absatz, richtig cool. Also eine tolle Figur, aber im historischen Kontext total falsch. Dann der polnische Herr mit seinen, oh, ich habe den Namen vergessen, wie diese Mütze hieß, Chaco, glaube ich, auch schön bedruckt, hier mit einem pinken Streifen, komplett blauer Uniform und auch hier so etwas Eichenlaub am Kragen und auch schön die Taschen abgesetzt und silberne Knöpfe. Richtig cool, richtig coole Figuren dabei. Aber im historischen Kontext ist die deutsche Figur auf jeden Fall hier blöd bei der Lokomotive. Ich weiß nicht, warum Kubi das nicht immer so hinkriegt. Vielleicht ist doch Absicht, die sagen, ja, die wollen alle Reichsbahner aus WW2. Okay, alles gut, aber dann braucht man dieses Set eigentlich gar nicht. Naja, so. Highlight natürlich irgendwie diese Gleise, die Schienen, die es jetzt von Kubi gibt, mit dieser braunen Maserung, mit diesen unterschiedlichen Balken. Finde ich gut, dass wir hier bei der Konnektion quasi zwei haben. Das wirkt so ein bisschen, ja, wirklich wie 30er, 40er Jahre und wie früher. Das gefällt mir. Deswegen habe ich das gleich euch mal auch so zeigen wollen. So schaut es von unten aus. Ist total kompatibel halt auch zu denen anderer Hersteller. Freue ich mich drauf. Was Kubi jetzt liefern muss, sind natürlich Kurven. Und ich habe gehört, dass man auch die Lokomotiven dann fahren kann, allerdings nur mit Radius 88. Ich hatte mal Radius 88 Kurven von FX Bricks, habe ich leider verschenkt, beziehungsweise Gott sei Dank verschenkt an einen treuen Zuschauer da draußen. Grüße gehen raus nach Leverkusen. Ja, unsere BR 52. Sehr groß ist sie. Ich habe euch die Maße gesagt. Was auch sehr groß ist, ist der Beutel mit Teilen, die überbleiben. Denn wir haben ja hier noch die Steine über für die Typ 2 der polnischen Staatsbahn. Also einen ganzen Beutel schwarzer Steine und auch vor allem vieler Drucke. Hier, ihr seht es, die überbleiben. Kann man ja nie genug haben. Kann man vielleicht auch tauschen. Wer weiß, wie sich das entwickelt hier mit den Eisenbahnen bei Kubi. Finde ich richtig gut. Ja, was mich ein bisschen gestört hat, was ein bisschen Krampf war bei Zusammenbau, man muss hier bei den Rädern total drauf achten, wie man sie baut. Ich will mal schauen, ob das hier schon war in der Anleitung. Ich habe sie hier unten mal liegen, so zack. Dass man die Achsen genau alle richtig und gerade macht, da seht ihr es. Und das habe ich natürlich dreimal gemacht, einmal nicht und schon laufen die Räder nicht. Das ist hier der Baustep 215, aber da kann man tricksen, indem man nämlich einfach hier
eines der Zahnräder draußen lässt, das habe ich auch gemacht, dann konnte ich stillen, weil ich wollte es euch ja zeigen, sonst hätte ich noch stundenlang fummeln müssen und dann wäre das Video nicht fertig geworden. Diese Zahnräder zeigen aber auch, ne, hier geht das Gestänge komplett durch, dass wir dieses Fahrzeug wahrscheinlich später einmal motorisieren können. Ob Kobi dann hier das komplett austauscht, vielleicht ein Getriebe-Motorblock macht oder das über einen Tender läuft, wie auch immer, das weiß ich nicht. Und was der Papa da jetzt gerade erzählt hat, das zeige ich euch jetzt einmal. Vorab, es ist schwierig, die Lokomotive anzufassen, weil sie hat ein paar Sachen, die permanent abfallen. Also schwierig anfassen ist nicht. Es ist halt aber auch blöd, sie anzufassen, denn dieses Schwarz von Kobi, sofort sieht man halt den normalen, ja, Patina, die man an den Fingern hat, sofort auf diesen hochglanzschwarzen Stein. Es wird sofort peppig, also man muss eigentlich permanent mit Spiritus vielleicht hier diese Steine sauber halten. Ich nehme jetzt mal die Lokomotive hier vorsichtig am Kessel, packe sie auf ihr eigenes Gleis, ihr originäres Gleis, so, und dann zeige ich sie euch mal in der Kamera und packe mal hier mein Vorführgleis weg, wobei ich die Eisenbahner noch ganz gerne dabei hätte. So, zack. Das Video wird natürlich wieder ein bisschen länger, ist aber klar, wir haben hier natürlich unsere erste Eisenbahn von Kobi. Wobei es nicht stimmt, Freunde, ich schiebe sie mal kurz zur Seite. Die erste Eisenbahn von Kobi war die 131, die Dovregubben der norwegischen Staatsbahn. Findet ihr bei mir oben auf dem E-Bautechniken hat Kobi hier schon mal ein bisschen geprüft und sie da übernommen. Leider auch ein paar Sachen, die nicht gut sind. Nämlich hier Drucke für die Fenster. Hier haben wir nämlich auch ein bedrucktes Fenster auf der Tür. Das gefällt mir eigentlich nicht. Diese Figuren hier finde ich sogar ein bisschen cooler. Die sind nämlich etwas neutraler, sind schmutziger. Ich hätte diesen Reichsbahner jetzt bei dieser Lokomotive da nicht gebraucht, habe ich euch erzählt. So, geht zur Seite. Und wir holen jetzt hier unsere BR52 ran. Oh, da bricht das Gleis. 4,5 Stunden Bau. Der Bau war cool. Allerdings hat es einige Tücken, dieses Gefährt. Und zwar müsst ihr wirklich aufpassen, wo ihr es anfasst, denn Dinge fallen ab. Natürlich ist es das Gestänge, was abfallen kann. Das ist klar. Hier die ganzen Stangen, die Schläuche hier waren Pain in the Ass zu setzen. Dieser hier geht immer los, das ist so typisch Kobi Seaclane. Was richtig geil ist, ist, dass wir hier drinnen ein richtig schönes Feuerloch haben. Ich kann hier die Klappe aufmachen. Generell ist es sehr cool, was Kobi... Ach, wir machen einfach mal den Deckel ab. Fangen wir auch mal von hinten an, denn wir können hier auch das Dach abnehmen. Zack. Und wieder aufpassen, wo ich anfasse. So. Und dann können wir hier richtig cool reingucken. Wir haben hier zwei Sitze, wo wir die Figuren reinpacken könnten, wobei ein deutscher und ein polnischer Eisenbahner wahrscheinlich nie zusammen so gefahren sind. Wir haben die ganzen Instrumente, ein paar Hebelchen. Wir haben hier ein Rad zu drehen. Wir haben auch hier Jumper Plates, da können wir also die Figuren aufnoppen. Und wir haben hier unser Feuerloch, wo wir sogar auch richtiges Feuer drin haben. Hier kommt mir ein Stein entgegen. Ich weiß jetzt gar nicht, woher. Na? So, aber vielleicht könnt ihr sehen, wir haben da drinnen sogar richtiges Feuer. Das ist cool und ich sehe gerade schon hier an der Seite ist eins der Bleche abgegangen. Und hier seht ihr auch, die Steine wirken so ein bisschen, sie sind zwar neu, aber sie haben schon mal eine Hand gehabt, sage ich mal. Natürlich meine und irgendwie vielleicht auch eine im Werk. Ich finde auch, die Drucke sehen eigentlich aus wie ja, aufgebrannte Aufkleber, aber trotzdem sind sie ganz cool. Bis auf den an der Tür. Hier, zack, da hätte ich vielleicht lieber doch ein Fenster gehabt. Oder eine coolere Tür, wie bei der 1331, habe ich euch gerade gezeigt. Die hat nämlich sogar Nieten und sowas. Naja, so, ich wollte euch aber mal zeigen von unten, was ich vorhin meinte mit dem Gestänge. Hier haben wir überall Zahnräder. Ich habe eins weggelassen, damit es auch wirklich lauffähig ist, weil ich mich da vertan habe. Und ihr seht auch hier, es funktioniert alles. Kamera stell scharf. Da funktioniert. Ich habe leider nicht genug Kobi-Schienen, denn es sind ja die ersten drei Schienen hier, die es von Kobi gibt. Und ich wollte sie jetzt nicht auf irgendwelchen China-Schienen oder auf dänischen Schienen fahren lassen. Aber ihr seht schon hier, es funktioniert. Auch wenn es ein bisschen hakelig ist, hier vorne muss man aufpassen, mal auch ein schönes Geräusch. Aber es funktioniert. Ja, entgleist. So, ich zeige es euch aber noch ein bisschen hier. Das sind die Kobi-Räder, die wir dabei haben.
Wir haben quasi drei verschiedene, die dünnen hier, die dicken, die großen und diese kleinen hier vorne. Also die großen meine ich hier, die mit der Narbe. So, seht ihr hier vorne auch nochmal, da sind wir auch die Räder. Von vorne haben wir hier, und das finde ich eigentlich ganz lustig, schwarze Fähnchen. Wir kennen die Fähnchen vielleicht von den Schiffen bei Kobi. Hier auch als Leitbleche drauf. Wir haben hier schön die Bumper und wir haben hier vorne auch schön die Beschriftung, die 521809. Und wir haben hier eine Lampe und da auch. Und das Schöne ist, die Lampen sind so ein bisschen dreckig. Sie sind nicht hell komplett durch, sondern sie sehen ein bisschen schmutzig aus. Ich hoffe, dass das Absicht ist, dann ist es cool. Wenn es Fehldrucke sind, dann habe ich übelst Pech gehabt, dann finde ich es blöd. Irgendwie, ja, und ihr seht gerade hier, ich habe hier den Aufdruck, den Stein, verkehrt rum drauf gemacht. Naja, bisschen schade ist es hier vorne, denn da kommt man immer leicht dran hier. Das hält nur an der Noppe, das ist wirklich so ein Punkt, wo man aufpassen muss. Das ist mir schon bestimmt 20 Mal jetzt abgegangen, während ich die Lokomotive hier angefasst habe. Richtig cool, hier vorne auch. Eigentlich die ganzen, das sind ja die Luftbehälter, die sind auch schön. Also Details hat das Ding total, bloß diese Schläuche legen hier, das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe auch generell keinen Bock, Schläuche zu legen, egal bei welchem Hersteller, ob es Kobi ist, ob es bei Lego ist oder wie auch immer. Das Gestänge hier war relativ einfach, auch das Gestänge hier zu legen, relativ einfach. Wir haben hier auch neue Kobi-Steine, das gefällt mir richtig gut. Auch schön hier die Details mit den Leitern und hier hinten auch dieses Rohr, ich weiß nicht, ob es ein Rohr zum Tender eigentlich ist, ich glaube ja, fürs Wasser. Also das ist richtig nice und hier auch haben wir Ventile, Schläuche und auch diese Rohre. Das ist kein Thema zu bauen, das kennt man, wenn man Kubi-Panzerrohre gebaut hat. Das macht Spaß und auch hier klipst dich einfach nur diese schwarzen Rohre rein, das ist cool. Aber diese Schläuche legen, das macht keinen Spaß. Was auch keinen Spaß macht, sind die Leitbleche hier, die Windschutzleitbleche, die hängen nämlich nur so an, ja, keine richtigen Noppen, die werden nur mit Stangen draufgesteckt. Da komme ich auch andauernd gegen. So, ich zeige es euch nochmal von oben. Macht den Deckel wieder drauf, der geht relativ entspannt drauf. So. Das ist relativ cool. Ist aber auch das Einzige, was wir so richtig machen können. Ah, ihr seht schon hier, ich habe es nicht richtig getroffen. Nämlich sie eigentlich nur fahren lassen, schieben lassen können. Und den Deckel aufmachen, beziehungsweise die Türen. Bautechniken sind relativ simpel. Wir haben hier diese großen schwarzen Slopes, die wir auch schon bei der 1331 hatten, die viele Schiffbauer auch kennen. Aber das Schöne ist, wir haben hier wirklich ganz viel Baurichtungsumkehr drin. Also da hat Kobi schon wieder gezeigt, was sie können, wenn es darum geht, mal andere Bautechniken zu benutzen. Schade ist dann wieder hier, ihr seht auch hier, ich habe es nicht richtig festgedrückt, weil, ja, da kommt man oft leicht mal gegen, drückt es los und dann ist hier alles nicht mehr gerade. Trotzdem sind auch hier, ich glaube, hier sind Pumpen drin, auch die ist richtig schön geworden. Also die Details, die gefallen mir gerade bei so einer großen Lokomotive. Ja, Freunde, ihr bekommt jetzt hier von mir gleich nochmal ein paar Detailfotos. Denn ich quatsche jetzt schon wieder fast 15 Minuten und eigentlich wollt ihr euch vielleicht euer eigenes Bild machen. Ich wollte euch nur noch mal vielleicht so gegenüberstellen eine Lokomotive von Blue Bricks, nämlich hier unsere BR18 in 8 White. Und da seht ihr schon, dass die ziemlich mickrig so daherkommt. Also die sieht im Vergleich zur BR52 ja, wirklich regelrecht klein aus. Und gut, sie ist auch ein bisschen verstaubt. Ja, das wollte ich euch zeigen, denn das war meine Begründung damals, warum ich mir die BR18 gekauft habe. Ich habe zu meiner Freundin gesagt, die brauche ich zum Vergleich für die kommenden Kobi-Lokomotiven. Ja, ich fahre wieder die 1331 da rein. Dann haben wir hier beide schwarze Schönheiten zum Abschluss stehen. Gut, Schönheiten, da lässt sich drüber streiten. Die hier ist wirklich etwas mehr rudimentär und die hier ist natürlich hier schon dann das High-End-Produkt. Wobei, ich habe es euch ja gerade gesagt, bei Kobi da noch ein bisschen Luft nach oben ist. Die hat halt fragile Punkte, auch hier das Gestänge, da kommt man leicht gegen, hängt nur hier an einer Bügelperle, da geht das leicht ab. Die Schläuche hier, vor allen Dingen, wenn man eigentlich sogar einen Schlauch auf jeder Seite zwischen so eine C-Clamp klemmen muss, das gefällt mir auch nicht so. Trotzdem ist sie hübsch, sie ist die erste, das wird sie immer bleiben.
Freunde, euch jetzt viel Spaß bei den Detailfotos und den Infos, die ich euch noch geben werde. Und dann schauen wir uns gleich zum Abschluss noch einmal in die Augen, meine Freunde. Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle bekommt ihr nochmal einige Detailfotos, um euch selber ein Bild zu machen, unabhängig von meinem Review. Aber ich habe noch ein paar Fakten für euch. Die Lokomotiven der Baureihe 52 der Deutschen Reichsbahn sind die bekanntesten deutschen Kriegslokomotiven. Sie wurden ab 1942 in mehr, wie schon erwähnt, als 6.000 Exemplaren gebaut. Geplant waren 15.000 Maschinen. Damit wäre diese Bauart die meistgebaute Lokomotive der Welt geworden. Tatsächlich wurden 1943 Tagesproduktionszahlen von 50 oder 51 Maschinen erreicht. Sie wurde die meistgebaute Lokomotive in Deutschland. Nach dem Krieg wurden aus vorhandenen Teilen weitere 300 Stück hergestellt. Insgesamt wurden nach Kriegsende noch über 360 Loks in Deutschland und wie erwähnt über 100 in Polen produziert. Mit den Maschinen dieser Baureihe sollte der stark gestiegene Lokomotivbedarf unter Kriegsbedingungen gedeckt werden. Die deutschen Einheitslokomotiven, von denen die Kriegslokomotiven der Baureihen 52 und 42 abgeleitet wurden, hatten sich insbesondere wegen der zu erwartenden Verluste für eine Großserienproduktion als zu aufwendig und teuer erwiesen. Und ich wollte euch noch nachreichen, wo die BR-52 überall produziert wurde, nämlich bei der Lokomotivfabrik Floridsdorf in Wien-Floridsdorf, bei Henschel und Sohn, wie schon erwähnt, in Kassel, bei der Berliner Maschinenbau in Berlin, bei Krauss-Maffei in München, bei den Borsig-Lokomotivwerken bei Berlin, bei Schichau in Elbing, bei MBA, das steht für Maschinenbau und Bahnbedarf AG, in Babelsberg bei Berlin. Auch wie erwähnt, da wo die Typ 2 auch noch gebaut wurde, in Poznan in Polen bei der deutschen Waffen- und Munitionsfabrik, bei den oberschlesischen Lokomotivwerken Krenau, das ist dieses Kratznow, was ich vorhin nicht so gut ausgesprochen habe, Krenau halt, bei der Maschinenfabrik Esslingen, hier wo ich wohne, in Esslingen am Neckar, bei Arnold Jung, das ist bei Kirchen, Jungenthal, und bei Skoda in Pilsen sowie bei der elsässischen Maschinenbaugesellschaft in Grafstaden. Und so kommen wir halt über 6.000 Einheiten. Andere Quellen sprechen von 7.000 Einheiten. Ich denke aber, aufgrund des Zweiten Weltkrieges kann man das so nicht genau sagen. Ich würde gerne mal bei einer mitfahren. Ich werde mir wirklich jetzt hier raussuchen, wo noch eine fährt. Und dann ist es ein ganz großes Ziel, mal bei irgendeiner so einer Jubiläumsfahrt oder Ausfuhr oder Privatbahn mal schauen, wo es eine BR-52 gibt. Wenn ihr wisst, wo es eine gibt, schreibt mir das bitte unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Und ja, Freunde, das waren jetzt nochmal ein paar nachgereichte Infos. Ihr bekommt jetzt aber zum Schluss nochmal ein paar abschließende Worte von mir, meine lieben Freunde. So schnell kann es gehen. 4,5 Stunden Bauspaß, paar Minuten 20 Review. Freunde, unsere erste Kobi-Lokomotive, richtige, ich habe mich da schon ein paar Mal wiederholt, ist hier fertig, steht auf meinem Bautisch, haben wir besprochen. Ihr habt eben gerade noch mal ein paar Detailfotos gesehen. Und deswegen meine große Bitte an euch, schreibt mir eure Meinung zu diesem ersten Stück in Schwarz-Rot unten in die Kommentare. Lasst mich wissen, was haltet ihr von der BR-52 oder hättet ihr euch lieber doch Typ 2 gewünscht? All das schreibt mir bitte unten in die Kommentare. Und wenn ihr wegen diesem Zug hier zum ersten Mal auf meinem Kanal gelandet seid, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Daumen hoch, Daumen runter. Und vielleicht erzählt ihr ja euren anderen Kobi-Freunden oder Klemmbaustand-Freunden oder Zugfreunden auch hier von meinem kleinen, aber feinen Kanal. Ich würde mich freuen. Ja, ich warte quasi auf die nächste, auf die mit dem Tender. Mal gucken, ob die baugleich ist, das finden wir heraus. Deswegen sage ich, schaltet gerne wieder ein. Ich wünsche euch, wie immer, wenn es um einen Zug geht, gute Fahrt und vor allem, dass euer Zug, eure Lokomotive immer pünktlich ist. Auf Wiederbauen oder auf Wiederfahren, euer Freund, der Blockstar.